Das ist die Liebe, die sich über den Planeten verbreitet. I don't think so. Ja, da kann einem ja schwindelig werden. Yin, Notiz 31. Ich vermute, dass Nerva wusste, dass er in einem Kampf nicht so gut dastehen würde. Nachdem ich ihn einige Male mit dem Schwert getroffen hatte, rannte er in die Dunkelheit davon. Ich hatte ihn schwer verletzt, die Blutspuren sprechen Bände. Diese Schaltzentrale muss von einer Technologie erschaffen worden sein, die das allgemeine Verständnis weit hinter sich lässt. Weit weg sehe ich einige Welten, von denen eine die sein muss, auf der ich war. Jetzt bin ich mir sicher, dass es mehrere dieser Welten gibt. Nerva, dieser Schurke, ist entkommen, bevor er sein Schicksal treffen konnte. Was weiß er denn schon? Ich gebe nicht so schnell auf, egal wo er sich aufhält. Ich werde ihn finden. In der Nähe der Schaltstation steht eine Datenstation auf einem Podest. Durch die Eingabe bestimmter Kombinationen gelangt man auf die anderen Welten. Aber das stimmt so nicht. Es fügt nur einen weiteren Feind zu der Liste derer hinzu, die die Beast Queen töten wird. Mai Ying Li, die letzte von Mai Ying Li. Und hier kommt irgendwie der. Keine Ahnung wer. Hier ist auch noch ein Fragezeichen. Das andere war alles Walker. Da kann ich aber auch nicht durch, ne? Nein, ist sehr, sehr, sehr. Seltsam und eigenartig. Eine andere Welt. Die sieht fast aus wie die Erde. Afrika, Südamerika, Antarktis, das ist doch die Erde. Ja klar. Und da ist jetzt, ja, was ist denn das? Neuseeland, Australien. Und das muss die Erde sein. Spannend, ich kack mir in die Hose. Das sieht auch wieder aus wie so ein Grippe. Dann kommt hier irgendwie
Indonesien, Malaysia und da oben ist dann Asien. Das ist Afrika, Madagaskar. Das ist die Erde. Dann gehen wir mal gegenüber von der Erde rein. Mal gucken, was da gibt. Und das ist der Mensch. Also je nach Welt, die beherrschende Spiel. In all my life, I have never seen so magnificent a sight. Mr. Nerva may be bemoaning the loss of his men, but I would sacrifice them a thousand times over to witness such majesty. I have never seen a night sky so beautiful. Oh, lauter Krach kann man eh nicht hören, was der da erzählt. Okay, das ist Rockwell. Auch die letzte Level ziemlich jetzt am Ende angekommen, würde ich sagen. Was ich da wohl zufällig entdeckt habe. Neue Level verfügbar. Nee, nicht hier. Okay. Tragen. Wenn es Schätze gibt, dann muss ich so viel raustragen, wie nur geht. Okay, also, das sind die Planeten. Das ist die Erde. Die erkenne ich. Das ist der Mensch. Und das ist hier irgendwie die Aufbau seiner DNA, seiner Zellen. Nur bedienen kann man da nichts. Warum dreht sich das? Wenn es ein netter Effekt ist. Okay, die Erde. Ich habe ein bisschen was ausgelassen mal hinten, ne? Aber ich glaube, hier geht's weiter. Sollte ich nochmal zurück? Bevor ich da dann rauskomme. Ich laufe schon ein ganzes Stück. Das ist dann ein anderer Planet. Und das ist die vorherrschende Spezies auf der gegenüberliegenden Seite. Das ist auch ein Mensch. Ach so, ich war schon beim nächsten, hä? Ich will nochmal zurück, weil irgendwo habe ich mich immer noch nicht irgendwo geschaut. Das ist ein anderer Planet. Ach, das war ja das mit den, wo ich gesagt habe, oh, schau, Herzchen. Und die andere Seite zeigt mir dann an, hier gibt es vorherrschende Art, ist dieser Wolf. Und der hat auch eine DNA. Und ein Steganosaurus, oder wie der Ding da heißt. Das ist da, wo ich jetzt gerade bin. Und hier war ich doch schon. Doch. Ich hab doch nichts verpasst. Ich war nur nicht da lang gegangen, aber da kann man ja gar nicht lang gehen. Da ist ja dann auch ein Schild. Okay, also das ist die Saurierwelt, wo ich jetzt gerade bin. Dann kommt die Erde und
gucken, was als nächstes kommt. Alles ist sehr abgespaced. Ich hab das Spiel echt unterschätzt. Das ist, da kannst du... Allein, was du da alles bauen kannst. Du kannst da Jahre... Da kannst du dein ganzes Rentenalter kannst du damit verbringen, da zu spielen. Und schon früher anfangen. Und du kannst ja noch mit anderen spielen. Es ist echt ein sehr, sehr komplexes und eigentlich auch sehr geiles Spiel. Der nächste Planet. Da hat ein Kontinent. Wieder aus ein bisschen wie Südamerika. Auch ein bisschen aus wie Arktis. Vielleicht ist das ein früher Erdstadium. Vielleicht ist das auch alles die Erde. Das könnte ja auch von der Zeit her sein. Also das erste war Dinosaurier. Das zweite ist jetzt. Der Mensch ist vorherrschend. Und das hier ist... Ja, die Kontinentalplatten haben sich irgendwie noch mal ein bisschen verschoben. Vielleicht ist das auch die Erde. Vielleicht ist das alles die Erde. Sieht ein bisschen danach aus, oder? Vorherrschendes Wesen ist... Wir haben nicht mehr eine Doppelhelix, wir haben eine Quattrohelix. Komplexere DNA. Und es sieht aus wie... Ja, was Menschenähnliches. Vielleicht sind das die Aliens. Oder die Menschen, die sich selbst verbessert haben in der Zukunft. Viele Fragen, keine Antworten. Und die Notizen sind auch irgendwie... Puh! Hier flutscht was lang. Die Notizen, die man nun wieder findet, sind auch nicht so aus... Auf, oh. Das sind doch die Dinger. Kann schon sein, dass das hier... Ich bin jetzt oben auf dem Raumschiff. Dass ich irgendwo oben auf dem Raumschiff bin. Aufheben. Menschliche Fäkalien oder wie meine eigenen. Ich hab doch was an. Naja. Irgendwie habe ich mir wahrscheinlich ein Loch eingeschnitten fürs Pupu. Vielleicht sind das diese Dinger, die dann da runter, diese Versorgungskapseln und diese Energiestation und das ganze Zeug. Und das ist ein Raumschiff und die werden da oben fabriziert und dann darunter geschickt. Schau, man kann hier durchgucken. Das ist doch hier, das Ding ist doch so ein... Ja, natürlich, und das ist das Grüne. Da. Ich bin auf dem Raumschiff. Und da schicken sie ja jetzt die Sachen da so runter. Ich meine, so oft kommen die nicht vor. Obwohl, wenn das die ganze... Man sieht ja hier auch die Krümmung von dem Planeten. Wenn das der ganze Planeten ist, kann das schon sein. Weil es ja irgendwo ständig irgendwas. Und da schicken die diese Versorgungsdinger rund. Hier kann man es ganz kurz sehen.
Na, ist das ultra cool? Was ein abgefahrenes Spiel. Scheint es irgendwelche Daten zu geben. Okay. Einen riesigen Fernseher sozusagen. Oder ein Dart-Display. Sehe ich auch wieder diese komischen Türme. Das wird irgendwie so hologrammmäßig da. Da kann man wahrscheinlich einmal drum rumgehen. Und das Interessante ist dann da unten. Ich laufe einmal drum rum. Guck mal aus dem Fenster. Ich bin mitten im All. Da bricht gerade ein Planet auseinander. Das hieße ja, die Zeit steht still. Oh oh. Sie haben mich entdeckt. Ja, die geilste Lightshow, weißt du, die es im ganzen Universum gibt. Und er kackt sie in die Hose. Ich glaube, die Dinger, oh oh. Sein, dass die mich angreifen? Oh, die gehen ja gar nicht so schwer kaputt. Hören die auch mal auf? Ich schätze mal, die haben mich entdeckt. Weil sie sind so sauer. Werden die ständig neu fabriziert oder? Keine Munition. Mach nichts. Einmal wechseln, dann geht's wieder.
Irgendwann muss doch mal Ende sein mit diesen Defense Units, oder? Ich glaube, das kann man nicht überleben, wenn man dann nicht im Gott-Modus ist. Was sind das, die Dinger hier? Ich glaube, man muss diese Bälle auf. Dann können sie vielleicht nicht wiederkommen. Und es fällt dann auf. Element. Irgendwo schießt noch auf mich. Das wiegt doch nichts. Das ist das Zinken, oder? Element Rohstoff. Ein hochentwickeltes Material von der Energie. Das hier? Explorer Node. Hallo, ich bin so froh, mit dir sprechen zu können. Ich habe gewartet und gewartet, immer noch darauf, auf etwas gewartet, aber jetzt kann ich auf der Sache weniger warten, denn du bist eine Sache. Ja, ich meine dich, ganz genau dich. Du bist die Person, zu der ich spreche. Ich bin schon tausendmal tot. Dies ist keine groß angelegte gedankliche Sendung. In der Hoffnung, dass irgendjemand sie hört. Sie ist für dich bestimmt. Berechnet und exakt. Du bist nicht der Einzige, der sie hört. Aber wie alle anderen bist du dazu bestimmt, diese Sendung zu empfangen. Diese Worte sind für dich und deinesgleichen, jene, die auf der Insel Himmel erwachen. Ob ihr ihnen Folge leisten werdet oder nicht, ist eine andere Geschichte. Was ist das für ein großes Teil? Ich glaube, das muss ich. Es ist noch nutzen ein bisschen hier die Kugeln zu ernten. Thank you.
What the fight? Wir müssen die Defense-Units doch irgendwann mal aufhören und tot sein, oder? Wahrscheinlich, wenn ich alle diese Kügelchen hier eingesammelt habe. Ah, da ist noch eine. Was mache ich, wenn die kaputt ist? Eine gute Frage. Die geht nämlich irgendwann kaputt. Vielleicht soll ich doch erstmal den großen kaputt machen. Schon wieder Defense Unit. Wieder Rolf. Ich mache ja mal den großen kaputt hier. Aber wenn meine Schrotflinte dann kaputt ist, habe ich ein Problem. Daneben schießen, weil es wird nämlich knapp.